Willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Blattgrün Randomizer Nuzlocke. Im letzten Part haben wir ein paar Encounter gefangen, waren in Brismania City, haben die Stadt ein bisschen erkundet und jetzt holen wir uns erstmal den Tee. Denn dann können wir nach Saffronia City, ich hoffe, so heißt die Stadt, auf jeden Fall in die Stadt, wo es den sechsten Orden geben würde. Aber die... Ja, wir können die Arena auf jeden Fall noch nicht betreten. Warum fiel mir gerade das Wort Arena nicht ein? Ach, egal. Wir könnten die Stadt erkunden, obwohl es hier nicht wirklich etwas Interessantes gibt, was wir jetzt schon tun können, außer eine TM, die wir uns abholen können. Normalerweise wäre Psychokinese, aber die TMs sind ja natürlich gerandomized. Und dann mal sehen, welche TM es überhaupt ist. Hoffentlich eine schöne TM, die wir gut benutzen können. TM... Ja gut, Fege, Kick, schneller Trick, Gegner... Ja okay, die könnten wir verwenden. Die erlernen wir Quappo, oder ja? Dann hat Quappo endlich eine Kampfattacke, die kein Recoil-Damage macht, nämlich Überroller brauchen wir nicht. Und dann geht unsere Reise gleich weiter. Wir könnten jetzt schon in die vierte Arena gehen oder etwas extra Training. Das Ace vom vierten Arenaleiter ist auf Level 30, deshalb sollten wir vielleicht noch ein bisschen unsere Pokémon trainieren, besonders Yugong, da dieses Pokémon nur auf Level 19 ist. Wir dürfen ja jede Heilstation nur einmal verwenden, deshalb müssen wir aufpassen, wann wir eine Heilstation verwenden. Die in Brismania City, Saffronia City dürfen wir noch verwenden und die in Lavandia auch. Wir haben ja Lespard uns darauf konzentriert, dass wir Pokémon fangen und nicht, dass wir die Trainer hier machen. Das heißt, in diesem Part werden wir einfach mal die Trainer hier machen. Auf welchem Level sind die Trainer? Auf Level 20, das passt. Und ja Leute, ich werde wieder auf Geschwindigkeit 400-fach Geschwindigkeit stellen, also viermal schneller, einfach, dass wir die Trainer besser besiegen können. Aber dafür habt ihr dann andere Musik, denn gespeedete Musik finde ich nicht so schön. Ja gut. Ihr hört es wahrscheinlich Pokémon Kolosseum oder vielleicht sogar Pokémon Tekken Musik. Das weiß ich noch nicht, das muss ich später entscheiden. Ja gut. Heute will ich über ein bestimmtes Thema reden, denn wir werden nur Trainerkämpfe machen. Und ja, wenn das uninteressante Trainerkämpfe sind, die wir besiegen können mit unseren Pokémon, können wir ja eigentlich über ein bestimmtes Thema reden. Und in diesem Part werden wir über Pokémon Schwert und Schild reden. Denn die Spiele kommen ja in sogar nicht mal einen Monat heraus. Deshalb die Frage an euch, kauft ihr euch die Spiele oder kauft ihr euch nicht die Spiele? Ich bin so ein Typ, der kauft sich jedes Pokémon-Spiel, auch jedes Pokémon-Spin-Off-Spiel. Nämlich zum Beispiel die letzten zwei Pokémon Mystery Dungeons, zum Beispiel Pokémon Super Mystery Dungeon habe ich mir gekauft, aber nicht durchgespielt, da ich das Spiel nicht so gut fand und nicht so unterhaltsam, besser gesagt. Ja, wie gesagt, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich Pokémon Schwert und Schild kaufe, aber ich weiß noch nicht welches. Wir haben jetzt mal ein paar Informationen bekommen, welche Exklusiv-Pokémon es in dem jeweiligen Spiel gibt. Holy shit, zum Glück sind wir gerade rausgewechselt. Ja, auf jeden Fall, welche exklusiven Pokémon gibt es? Auf einer Edition gibt es das Galaponeter, das ja den Psychotypen hat. Oder natürlich die Entwicklung von Porenta Lauchel. Ich mag beide Pokémon, aber ja, ich mag Galaponita wirklich sehr gerne. Deshalb werde ich wahrscheinlich das Spiel kaufen, in dem es dieses Pokémon gibt. Aber von den Legis her muss ich sagen, mag ich das Legi. Ich habe gerade keine Ahnung, wie die Pokémon heißen, aber auf jeden Fall habe ich Bock auf das Legi, was das Schwert im Mund hat.
Drachenglaube macht too much Schaden. Okay, Leute, müssen uns darauf konzentrieren, schnell. Ja, wir gehen einfach in Quappo. Hoffentlich hat er keine Flugattacke. Hypnose, maybe? Grimasse, egal. Drachenglaube. Windhose, okay, sehr schön. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir in Mondi. Wir dürfen ja nur einen Trank verwenden. Und Kampf, den haben wir leider für Jugend schon verwendet. So, Steinwurf macht keinen Schaden. Vielleicht macht Konfusion mehr Schaden. Nein. So. Rekwase ist ein kleines Problem. Aber wir haben es zum Glück besiegt. Sehr schön. Das nächste Pokémon ist Shiggy. Reden wir wieder über Pokémon Schwert und Schild. Ich werde mir, wie gesagt, wahrscheinlich das Spiel holen, wo es das Legi, das Schwert im Mund hat. Ich habe leider keine Ahnung, wie das Pokémon heißt. Ja, und das sehe ich eh, welches Pokémon ich dann bekomme. Lauchzilot oder Galaponica. Aber ich weiß schon, welche Pokémon ich mir safe ins Team holen werde, solange ich sie nicht erst beim 7. oder 8. Uhr fangen kann. Das erste Pokémon ist der Feuerstart, der Feuerhase. Meistens fange ich mit dem Feuer-Pokémon an, da ich die Feuer-Pokémon am coolsten finde. Ja, Gen 6, Gen 7 Fuego, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Ich war enttäuscht, wie ich gesehen habe, dass es da bei den Enten auf zwei Beinen steht, da ich Katzen wirklich sehr gerne habe. Aber, naja, was soll man da tun? Ist halt so, muss man verkraften. Obwohl ich Fuego cool finde. Aber es hätte ja auch den Kampftypen statt Unlichttypen bekommen haben sollen, finde ich zumindest. Obwohl dann, ach, da reden wir nicht über das Pokémon. Ja, ich werde mir eine Feuerhasen haben, holen und ich hoffe wirklich, dass die Edsentwicklung dann auf vier Beinen steht. Haben wir überhaupt schon irgendeinen Feuerstarter, der auf vier Beinen steht? Glurak? Nein. Zanuptor? Nein. Logok? Nein. Panferno? Nein. Haben wir kein Gegengift doch? Embor? Nein. Phoenixes? Nein. Okay. Fuego auch nicht. Ja, dann werden wir wahrscheinlich nicht den Feuerstarter auf vier Beinen haben, obwohl ein Hasen Feuerstarter auf vier Beinen. Wie geil wäre das? Das wäre mein Traum. Und als Typ, welchen Typen würde ich mir wünschen? Das ist die Frage. Auf jeden Fall Feuer, das ist klar. Und irgendwie hätte ich dann Bock auf, ja, auf Normal, Feuer normal, ist ein cooler Typ, finde ich. Risikotechno und Flammenblitz. Ja, das wären schon gute Attacken, vielleicht noch Reckless. Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das Steinhaupt, obwohl das random wäre. Aber ja, das wäre mein Wunsch. Den Wasserstarter finde ich jetzt nicht so cool, ehrlich gesagt. Nemion heißt der. Und dann gibt es ja noch den Affen, den Pflanzenaffen. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der wahrscheinlich den Typen Kampfpflanze haben wird, wie Prigeron. Finde ich okay. Ich werde mir auf jeden Fall den Feuerstarter holen. Außer wir werden es in den nächsten zwei Wochen vor Releases noch die Endentwicklung oder die mittlere Entwicklung sehen. Dann werde ich es vielleicht anders entscheiden, aber bis jetzt will ich natürlich mit diesem Pokémon namens Hopplio oder Hopplo anfangen. Den Feuerhasen auf jeden Fall. Dann werde ich mir Galar Zigzags fangen. Denn ich finde es richtig cool, dass wirklich Zigzags eine neue Form hat. Und dann hat Galar Gyarados auch noch eine Entwicklung bekommen. Wie geil ist denn das? Also das hält mich richtig. Das werde ich mir auf jeden Fall auch noch holen. Dann Lauchzilot oder, ihr wisst schon, Galaponita. Sehe ich jeder von den Spielen hier. Dann als nächstes Urgel, den Feuer, nicht den was, die Wasserente könnte man sagen. Ich finde das Ding einfach so geil. Also das sind die vier Pokémon, die ich auf jeden Fall mal ins Team nehmen werde. Bei den anderen Pokémon weiß ich erst noch nicht. Galar Weezing, also Galar Smogmog, sieht doch eigentlich richtig cool aus, wenn ihr mich fragt. Ein Fee-Gift-Pokémon, wie crazy ist das? Einfach insane. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, ins Team aufzunehmen. Okay, benutzen wir schnell einen Drang. Sehr schön, Reflektor. Ach, das ist eine schwache Attacke.
Okay, wir sollten nach dem Kampf ein paar Heiler verwenden. Also Leute, schreibt mir in die Kommentare, welches Spiel holt. Ich hole mir Pokémon Schwert. Ich hoffe, das ist das. Oder dass jeder ein Schwert im Mund hat. Das werde ich mir auf jeden Fall holen. Und ja, das wäre vorab schon mal mein Team. Also von den... Ja, wir haben ja ein paar neue Pokémon gesehen. Ich rede jetzt von den Galar-Formen, zum Beispiel Galar Weezing, Galar Porenta und ja, nur natürlich bekommen die Gen 1 den exklusiven Buff, könnte man schon sagen. Auf jeden Fall werden nur Gen 1 Pokémon bevorzugt und Leute, wenn ihr mich fragt, ich finde das richtig cool, ich bin Gen 1er, das finde ich extrem nice, dass die Pokémon so bevorzugt werden. Gen 1 und Gen 3 sind, finde ich, die besten Chance von den Pokémon her auch und von den Spielen her auch. Die machen mir wirklich sehr viel Spaß. So können wir den Doppelkampf ohne Verluste schaffen. Ich würde sogar sagen, ja. Gen 4 finde ich nur Heart Gold und Soul sehr gut. Natürlich finde ich eigentlich jedes Pokémon-Spiel in der Hauptreihe richtig nice. Das muss ich schon sagen. Also, okay, Pokémon Let's Go finde ich extrem schlecht. Ich hasse Pokémon Let's Go. Pokémon Let's Go hat für mich nur eine Sache. Nein, eigentlich hat es für mich fast keine Sachen wirklich gut gemacht. Man könnte sagen, ja, natürlich gibt es Overworld Encounter, aber zum Glück gibt es in Feuerrot wieder Gras Encounter. Ah, nicht in Feuerrot, sondern in Pokémon Schild natürlich Gras Encounter und dann gibt es ja noch die Naturzone, wo es Overworld Encounter gibt. Aber ich finde es richtig cool, dass es wieder Gras-Encounter gibt, nicht wie in Pokémon Let's Go. Ich würde das extrem vermissen. Ach ja, Pokémon Let's Go mag ich nicht. Könnte mal wirklich ein Video dazu machen, warum ich Pokémon Let's Go schlecht finde. Und in die wir bitte danke. Sehr schön. Ich denke, wir müssen jetzt wirklich mal ein Pokémon Center verwenden. Ja, okay, wir wechseln hier raus in Dracula, da die AP von ein paar Pokémon schon leer sind. Ja, das könnten wir wirklich mal überlegen. Sehr schön. Haben noch einen Trainer. Ja gut, den werden wir auch noch schnell machen. Relaxoff hier mit 22. Holy shit. Dafür haben wir zum Glück Quabbo. Hoffentlich können wir es mit Fähige Kick besiegen. Nein. Oh, holy shit, ich dachte schon, dass wir uns Quabbo verlieren. Plus 6 Kopfnuss. Überraschung, dass wir das überhaupt überleben. So, ich hoffe, du kannst Tangela besiegen. Das wären dann schöne Erfahrungspunkte. Danke. So, hängen wir schnell mal unsere Pokémon. Oder? Nein. Haben die Gegner hier schon gemacht? Ich glaube schon, oder? Das werden wir gleich erfahren. Ja. Unter Lavandia gibt es auch noch ein paar Trainer, die werden jetzt auch noch schnell machen. Dann hört ihr wahrscheinlich fast im ganzen Part Pokémon Tekken Musik, aber Pokémon Tekken hatte richtig gute Musik. Magikarp Ost auf jeden Fall, das Pokémon Tekken Magikarp Ost, das ist richtig insane, finde ich zumindest. Das kann man sich eigentlich immer geben. Ach ja. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Playthrough Jugend verwende. Egal auf YouTube oder privat. Egal, ich habe es noch nie verwendet. Deshalb bin ich froh, dass ich es mal verwenden darf. So. Hoffentlich bin ich nicht so greedy. Okay, bei nächsten Pokémon müssen wir rauswechseln, da wir schon auf minus 3 oder minus 4 sind. Auf jeden Fall ist unsere Death schon halbiert worden. Von mir oder auch nicht. Okay, wir benutzen weiter Kopfnuss, dauert der Kampf ein bisschen länger. Regentanz, ja okay. Hat es von mir überhaupt irgendeine Angriffsattacke? Sonntag, ja. Ich wusste, dass es die drei Attacken kann. Und von Meo, was wir im Team haben, hätte ja Hagelsturm, Regentanz oder Sonntag erlernen. Aber ich wollte ihm gerne diese Attacken beibringen. Denn unser Team wird dadurch nicht supportet, sondern ja, genervt. Deshalb wollte ich ihm von mir die Attacke nicht beibringen, aber ehrlich gesagt denke ich, dass wir Firmio nicht mehr lange im Team haben. Aber ich werde es wie gesagt erst raus ablegen, wenn es stirbt. Rauswerfen, ablegen. Wie ihr es auch benennen wollt. Okay, Jugend hat keine AP mehr.
müssen jetzt mal wirklich in ein Pokémon Center gehen. Aber sie ist schon auf Level 25. Das passt ja auch schon. Sehr schön. Gut. Gibt es noch ein paar Trainer? Die darf dann Formio machen, da Formio erst auf Level 24 ist. Sehr schön. Es gibt ja sehr viele Leute, die die Kant-Region jetzt nicht so geil finden, da es so viele Trainerstellen gibt, so viele Routen nur mit Trainer. Aber ich mag es ehrlich gesagt. Beim Speeden ist das zum Beispiel angenehm, oder ohne Speeden würde ich das auch richtig cool finden. Natürlich, gepoisontes Formio ist immer sick. Also wie gesagt, ich mag das. Speed ist das sogar noch angenehmer. Dann gehen wir Moni. Moni ist erst auf Level 26. Wir haben ja schon ein paar Pokémon verloren. Wie zum Beispiel Kurtel, Labrador. Ja gut, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Windhose, okay. Wenn es nur solche schwachen Attacken hat, dann passt es. Okay, und Moni hat ja auch keine... Ach ja, das hat ja auch keine TM mehr. Ach, keine TM, sondern keine AP mehr. So, Level 27 Poggers. Sehr schön. Okay, irgendwas ist gepoisoned. Und Trick müssen wir auf jeden Fall auch noch kaufen. So, wir heilen wahrscheinlich jedes Pokémon, ja, würde ich mal sagen. Auch wenn es nur noch ein Trainer ist. Denn, ja, wenn Legi kommt, dann müssen wir wirklich gut gewappnet sein. Auf jeden Fall. Sehr schön. Die Aufnahme funktioniert auch noch. So, ist das ein Doppelkampf? Ja. Okay, Aquaknarre auf Lavita. Und hier wechseln wir raus in Jessie. Vipitis, ist das eine gute Idee? Was kann Cedra King? Blubber macht gegen Gott nicht so viel Schaden. Okay, Target ist beide. Ja, dann bis. Okay, ich hatte ein bisschen Angst vor Cedra King, aber 2 gegen einen, 2 gegen einen, das passt ja schon. Und Färbe, ja. Wären das jetzt zum Beispiel Mutant Rayquaza gewesen, Red vielleicht sogar. So, habt ihr gewusst? Unter diesem Relaxo gibt es die Überreste, aber nur wenn ihr Detektor benutzt. Richtig dumm, finde ich. Wir könnten dieses Part noch unseren Rivalen machen. Heilen wir dafür unsere Pokémon ein, wir haben Balls. Auch wenn wir ein paar Pokémon nicht mehr so gut verwenden können. So, welche Pokémon hast du so schön? Lombrero. Ja, ich finde es blöd, dass der Rivale hier keine besondere Mucke hat. Denn sonst würde ich es ehrlich gesagt diese Mucke anlassen. Aber die Mucke ist langweilig so. Beginnen hier in Chessy, Azumarill ist nicht so stark. Wir sind ja sogar ein bisschen overlevelt. Da passt das eigentlich, dass wir einen Nerf haben, sozusagen. So, Azumarill, weg mit dir, danke. Sehr schön. Das nächste Pokémon ist ein Toxer. Da haben wir Schaufler dafür. Wenn wir uns jetzt selbst schlagen, wechsle ich raus. Ja gut, bis könnten. Es ist schon besiegen, oder? Nein, wir machen so. Fucking wenig Schaden. Okay, wir wechseln raus in Lita. Denn wir haben ja dafür Mega-Kick. Oder keine AP mehr, dafür haben wir aber Fege-Kick. Sehr schön. Das nächste Pokémon ist Teddiuse, dafür haben wir Fege-Kick. Sehr schön. Wir sind ein bisschen overlevelt, aber das passt ja auch schon so. Relaxo kann das Flügelschlag. Cluedo, okay, der choked. Okay, stell euch jetzt vor, Lokanonade. Aber es hätte uns nicht gekillt. Lokanonade, Großbrand. Sehr schön, diesen Kampf haben wir auch geschafft. Den Rivalen haben wir ohne Verlust geschafft. Aber wir waren ja auch ein bisschen overlevelt so. Jetzt gehen wir jetzt noch schnell in den Markt. Und dann heilen wir unsere Pokémon. Pokébälle, Superbälle kaufen wir uns mal. So, wir kaufen mal die Betränke. Die sind wichtig in dieser Challenge. Gegengifte kaufen wir 4. Paraheiler kaufen wir 4. Superschutz. Kaufen wir uns einfach mal 3 und können wir eigentlich irgendetwas verkaufen? So, Ether, X-Abwehr, wir dürfen ja nur ein Item benutzen pro Kampf, da bringen uns die wirklich gar nichts. Wir könnten TMs verkaufen, aber ne, vielleicht brauchen wir zum Beispiel Doppelteam im Notfall. Können wir so herumcanceln.
Ja, dann heilen wir unsere Pokémon. Also, ich bin mit dem Team richtig zufrieden. Yugong und Formio sind Pokémon, die ich noch nie verwendet habe. Auch Quappo, Lunastein. Aber Aerodactyl und Vipitis habe ich schon mal verwendet. Ja, Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.